So, und hier haben wir einen roten Fliegenpilz, auch bekannt als Amanita muscaria. Wir sehen die kräftig rote Huthaut mit den weißen Flöckchen, den weißen schuppigen Stiel, wobei die Huthautfarbe immer mal ein bisschen variieren kann. Je nach Wetter kann die auch orange sein oder ins Gelbliche gehen. Und laut meinen Büchlein sollen an den Orten, wo Fliegenpilze zu finden sind und Fichten in der Nähe sind, auch möglicherweise Steinpilze wachsen. Das ist ein Pilz, der eher saure Böden bevorzugt und sowohl in Laub- als auch in Nadelwäldern anzutreffen ist.